Wir haben in dieser Fraktionssitzung Herrn Weise eingeladen. Wir werden mit ihm jetzt einmal über die ganz konkreten praktischen Abläufe im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sprechen. Ein Amt, das ja schwer in die Diskussion geraten ist wegen der aufgelaufenen Fälle, und mit ihm auch darüber sprechen, was getan werden kann, um hier zu schnelleren Entscheidungen zu kommen. Und wir werden mit Herrn Weise natürlich dann auch über ein Thema sprechen, das uns im Frühjahr nächsten Jahres dann beschäftigen wird, nämlich die Frage, wie die Bundesagentur mit den Menschen umgeht, die dann auf den Arbeitsmarkt kommen. Dabei wird es ein Schwerpunktthema geben. Was muss und was kann getan werden über die Bundesagentur, aber auch über die deutsche Wirtschaft und das Handwerk, um junge Menschen ausbildungsfähig zu machen und sie dann auch in Ausbildung zu bringen. Auch was dafür an Investitionen finanzieller, aber auch sächlicher Art notwendig sind. Diese beiden Themen werden sicher eine große Rolle spielen heute in unserer Fraktionssitzung. Die Möglichkeiten, Entscheidungspersonal ins Bundesamt zu bringen, dürften ja nicht unbegrenzt sein und vor allem nicht in der Schnelligkeit. Aber das wird alles Thema sein, und daraus werden wir dann in der nächsten Sitzung unserer Gremien und Fraktionen dann auch Entscheidungen zu fällen haben. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Das ist das erste Mal, dass Herr Weise, der nun in einer Doppelfunktion zwei große Behörden führt, zu uns in die Fraktion kommt und mit uns spricht. Und da erwarte ich mir Aufschluss bei der einen oder anderen Frage, die uns sehr bewegt. Herzlichen Dank.